keine Ahnung. Krass. Soll ich kurz rübergehen? Ich rufe ihn an. Lass mal hier stehen, bis sie kommt. Lass mal kurz stehen, einfach auf früh. Ich rufe das Fabrito an, dann haben wir ein Update. Und ich rufe dann noch mich an. Ich will diesen Heli da oben erschießen. Ja, nein. Soll ich die Nummer nochmal geben? Okay, dann komm aber, komm und Dings. Endlich, ja. Ja, komm. Hey, hast du eine Pistole? Nee, Mann. Ist ja krass da, Digga. Egal, chill, chill. Das sind nur eigentlich normale Cops einfach, weißt du? Weißt doch, das sind einfach normale Cops. Wo bleibt Pablito? Da ist Pablito. Hey, Jungs, seid ihr Pablito, wo bleibst du? Pablito, zieh deine Maske an, du Dummkopf. Mein Gott. Deine Schussweste. Was hast du gemacht? Verdammt, ich hab versucht, den Justizminister zu kidnappen, verdammt, das heißt. Okay, Mann, hast du eine Pistole? Ja, hab ich's. Okay, dann. Mann, die ziehen auf uns. Ah, der soll erzählen. Der kann nichts machen. Der kann ich einfach so schießen. Wir machen so, pass auf, Bro. Bevor wir dann. Die Jungs, seid ihr im Funk? Ich will ihn nicht. Ja, geh rein, wichtig. Geh in Funk, Adams, 152, ja? Pablito. Justizler Adams und wir ziehen ab. Okay. Ich bin schon drin, verdammt, das heißt. Er glaubt, dass es den Seitenausgang gibt. Hier hinten stehen auch Streifenwagen. Kommen Sie ran, Mann! Ich bleibe hier stehen. Ja, okay, Alter. Okay, tut mir leid, Alter. Darth Vader, seit wann darf ich mit dir verhandeln, Alter? Braucht nicht mit drei Leuten draußen stehen. Wie gesagt, hier ist auch noch ein Hinterausgang irgendwo, Leute. Wir wollen Herrn Adams. Foxtrot, mein Name. Ich bin heute Ihr Verhandlungspartner. Cool! Ich will Herr Adams. Von der Justiz. Von der Justiz. Mit dem Schweizer Akzent. Sagen Sie ihn, die Platz rufen ihn, er wird schon wissen. Er wird Ihnen sagen, wieso. Ich werde keinen Unschuldigen. Ey, Frank, mach du das dann. Dann gehe ich rein. Drei Leute. Unschuldigen? Jemand, der. Oder andere Leute gehen drauf. In einer 5 Quadratmeter Zelle. Misshandelt mit Tasern und Schlagstöcken. Ist nicht unschuldig. Ja, hier ist meine Anzeige. Das ist meine Anzeige. Sie, wie wir antworten, ist Ihre Anzeige. Bleib ihn grad an. Ey, was ist mit dem? Keine Ahnung, Bro. Hä, was sollte? Was ist deren Auftrag jetzt? Wir liefern keinen Bürger dieser Stadt hier aus. Was? Wir liefern keinen Bürger dieser Stadt hier es aus. Es geht ja nicht um Auslieferung, es geht um ein Gespräch. Dann kommst du doch friedlich ins PD. Nö, komm, da kommt er nicht raus. Sosa. Ich kann gerade gar raus. Nicht. Er zwingt mich. Er zwingt mich dazu. Bitte ruf mich direkt an, wenn du kannst. Ja, okay. Ja, ich war sogar mal vor Ort bei ihm zu Hause, aber macht er auch nicht. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Ich warte hier, Mann. Gut verstanden. Hintereingang. Steck du den. Bitte? Ja, aber ich weiß nicht, wie viele Eingänge es noch gibt, verdammt, das heißt, das ist das Problem. Die werden nicht reinkommen. Wenn die reinkommen, dann einfach schießen, Bro. Wo ist dieser Hintereingang? Ich hab den. Ich bin beim Hintereingang. Ja, wo ist er denn? Ja, hier, wo ich stehe, schau, wo ich stehe. Das ist bei dieser Eastbourne Way. Schau auf deine Karte, Eastbourne Way. Oben oder unten? Unten. Da. Ah. Komm vor, die wollen reden, glaube ich. Pass auf hier. Ja, ich bin. Sosa, komm. Bin schon da. So, was los? Haben Sie da drin Menschen in Ihrer Gewalt? Ja, hab ich. Wie viele? Einen. Ich kriege ihn, wenn ich ein Gespräch für ihn bekomme mit dem anderen. Ein beaufsichtigtes Gespräch. Ja, er soll dann hier vor mit mir reden. Genau mit Herrn so. Adams. Ja, von der Justiz, der hat so einen Schweizer Akzent. Bist den schon nicht verfehlt. Es gibt wahrscheinlich nur einen Justiz bei dir. Legen Sie die Waffen nieder.
Steck du deine weg. Dann stecke ich und die da hinten auch. Der andere auch. Und alle wegstecken. Kunde, nein, dann stecken wir die auch weg. Die Kollegen von mir können ihre Waffe nicht wegstecken. Ja, dann kann ich meine auch nicht wegstecken. Ja, hä, was denn das für ein Argument? Ich habe meine Waffe weggesteckt. Der Kollege läuft jetzt nach hinten. Ja, dann stecke ich auch meine. Ja, aber der hat auch eine Waffe in der Hand, das ist doch voll dumm. Was? Die Bro, Kollegen denkst von du, diese 20 Meter das ist Dienstvorschrift. Ob er jetzt da seine Waffe in der Hand hält oder da, was macht das für einen Unterschied? Das ist Dienstvorschrift. Ja, aber die meine Vorschrift ist auch, dass ich jetzt eine Waffe in der Hand habe. Okay, pass auf, ich komme da entgegen, aber du organisierst mir das Gespräch, Deal. Ich bin gerade dabei, das zu organisieren. Das wird sich gerade schon drum kümmern. Okay, dann melde dich, dann ruf mich raus, wenn du eine Antwort für mich hast. Okay, der Herr Adams ist schon da. Er ist schon da. Okay, Moment, ganz kurz. Die Geisel mal bitte. Ja, richtig. Mit raus. Wir wollen ihn sehen. Komm mal kurz rein. Ja, wir wollen die Geisel auch sehen. Holen Sie die Geisel an die Tür, wir holen den Adams. Warte, komm mal. Wir erschießen ihn, ne, Adams? Frank, wir erschießen Adams. Warte, wo ist Dings, Mann? Ey, komm mal her. Rick, danke dir für dein Haus, Bro. Kuss. Ja. Gib's raus eine Pistole, du musst den packen und dann nehmen. Okay. Also, du musst den packen und dann sagen, jetzt, wir gehen rein mit ihm. Aber fett, sei nicht so nervös mit deinem Finger, ja? Alles gut. Aber wir müssen aufpassen, wie gesagt, hier gibt es ja den Hintereingang. Warte. Danke dir, Rick. Und meine alle von Rick. Kuss. Chat, oh, Digga. Ich brauche neue Mods. Also mehr Mods. Nicht neue, ich brauche mehr Mods. Weil hier sind zu viele Leute. Meine Mods kommen nicht hinterher. Das ist echt krass. Jungs, wir werden so gestürmt, aber für die Familie. Ja. Aber egal, was für die Ehre. Was du hört, Champ-Popper? Okay, pass auf, weißt du, was ich jetzt machen? Einmal bitte Sub-Only, weil es nicht möglich ist, weil jetzt alle... Lass dich einfach dass wir sterben werden. Wir versuchen das Beste jetzt draus zu ziehen. Du versuchst diesen Typ, ihn zu packen, okay? Und dann gehen wir rein mit ihm. Aber pack nicht auszusehen, Frank. Dann wären wir am Arsch. Komm mit. Ich bin zufrieden mit meinem Mod, aber in letzter Zeit sind so viele... Pass auf, weißt du, was wir gleich machen, Sosa? Ich sag, du musst deinen Ausweis sehen, um sicher zu gehen, dass es nicht er ist. Ja, dass es er ist, okay? Hier ist halt auch Thomas. Jo, was geht? So, wo ist die Geisel? Ich hol die Geisel raus. Aber einen Moment, Moment, wir klären das gleich. Ich zeig euch die Geisel. Cap, danke dir. Was heißt jetzt zeigen? Wir kriegen ist schon hier. Er ist noch gar nicht hier vorne. Der steht hier hinter meinem Kollegen. Ja, hinter ihm. Haben wir mit ihm geredet? Noch irgendwas? Sie ihr Gespräch führen. Also sollen wir die Geisel geben und danach reden wir erst. Ja. Weil sie glauben auch an den Weihnachtsmann, oder Darth Vader? Verdammte Scheiße, such deinen Sohn Luke oder so eine Scheiße. Verdammt, Mann. Solche Spielchen gibt's hier nicht, Mann. Was machen Sie für Schmier? Was ist das für eine Art, ein Gespräch zu suchen? Was ist was für eine Art? Da steht hier nicht zu, da steht hier nicht zur Debatte, Mann. Da steht nicht zur Debatte, Mann. Das steht hier gerade nicht zur Debatte. Also das hier ist die Geisel. Könnt euch ja aus der Ferne unterhalten. Wie ist Ihr Name, Sir? Hockmora. Er ist Mediziner, richtig? Geht es Ihnen gut, Sir? Ja, mir geht's gut. Ich werde gut behandelt. Sie sind Mediziner? Richtig, ja. Haben Sie Essen und Trinken bekommen? Ich habe vorher schon genug gegessen. Ich wurde auch schon danach gefragt, ja. Okay. Wie Sie sehen, ist mir das Gespräch ziemlich wichtig. Den Herrn bekommen wir, nachdem Sie das Gespräch geführt haben, oder was? Ja, natürlich. Direkt danach? Ja, natürlich. Ich muss ja auch meine... Ohne weitere Forderungen? Nein, ohne weitere. Wie gesagt, ich will nur das Gespräch. Herr Adams? Moment, ganz kurz. Latte, danke dir für deinen 1500. Das Ding ist, die Herrschaften. Ja. Yes. Lassen Sie den Herrn zumindest draußen an der Tür hinten. Nee. Okay. Doch, warte. Warum nee? Okay, dann kommen Sie uns aber gleich auch entgegen. Ich bin Ihnen doch schon entgegengekommen und habe Ihnen den Herrn Adams besorgt. Ja, wir sind Ihnen auch entgegengekommen und haben Ihnen die Geisel gezeigt. Ey, komm mal hier raus, gut. Nee, Sie wollten uns die Geisel geben für den Herrn Adams und das Eingespräch. Noch hat das Gespräch nicht stattgefunden. Wollen Sie es jetzt wieder versauen? Deswegen. Okay. Pass auf, Bro, wir machen das jetzt so. Ich werde sagen, ich muss sicher gehen, dass es er ist, weil es ein Gespräch, weil es muss er sein für dieses Gespräch, okay? Und während ihr den Ausweis zeigt,
läufst du so schräg hinterhin und nimmst ihn einfach in den Schutzkasten. Und dann sagst du, alle ruhig, ich gehe jetzt rein mit ihm. Okay? Versuch das halt so wie möglich zu machen, damit die da vorne nicht rumholen und direkt schießen. Okay. Das ist jetzt wichtig. So, wir sind ihnen jetzt entgegengekommen. Adam soll vortreten. Also ich habe jetzt jede Forderung von ihnen erfüllt, um ehrlich zu sein. Wie bitte? Ich habe jede Forderung von ihnen erfüllt. Wie, sie haben jede Forderung von mir erfüllt? Ja, sie wollten die Geisel sehen, die Geisel ist draußen. Wir haben die Waffen weggesteckt. Genau, und sobald sie mit ihrem Gespräch durch sind, bekommen wir die Geisel. Ja, ganz logisch. Genau. Also, aber erstmal muss er vortreten und seinen Ausweis zeigen. Es kann ja sein, dass er irgendwie... Ich muss sicher gehen, dass das der Adams ist, Mann. Ja. Das ist etwas, was nur er kann. Deswegen habe ich ihn auch hergerufen. Einer von ihnen hierher zu mir und fragt ihn hier neben mir. Er soll jetzt in die Mitte, Mann. Wir müssen uns mittig treffen. Ja, sonst Adams, kommen Sie vor. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? 25 Subgirls. Also kommen Sie. Zeig mir deinen Ausweis. Sobald Sie einen Fehler machen, werden meine Kollegen schießen. Ja. Sie sind... Warte mal, ist das Dings? Was willkommen? Verdammt, schießen Sie lieber nicht! Schießen Sie lieber nicht! Schießen Sie lieber nicht! Keiner schießt hier, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, wenn sein Leben was wert ist, schießen Sie lieber nicht! Ganz ruhig, Jungs. Ganz ruhig. Lieber ganz ruhig. Ganz ruhig, Jungs. Wir gehen ganz kurz rein mit ihm, es wird nichts passieren. Es wird nichts passieren. Wir machen das, wir handeln das ganz ruhig. Ganz ruhig, Jungs. Ich erschieße ihn sonst! Ganz ruhig, wir haben zwei Geiseln. Jetzt habe ich dann für die China, komm rein. Was sollte das? Was ist denn passiert? Was sollte das denn los? Mit den Taserfoltern bei Frank, Es gibt das für Taserfolter. Okay, komm her, bring ihn her. Wir gehen hoch ins in Raum, oder? Nein, Jungs, deck die Tür und deck das. Geh, okay, bring ihn her. Aber oben im Raum kann ich dich hinsetzen, du kannst dich jetzt dahin. Ja. Ich brauche jetzt, bring ihn her, du Fotze. Was habe ich dir gesagt, du kleine Fotze? Ich werde dich finden, du kleine Fotze, Mann. Von mir bist du nicht sicher, du kleine Fotze. Du kleine Fotze. Bring ihn her. Ja. Bring ihn in die Mitte zu mir. Er ist hier. Hast du Kabelbinder? Ja, hab ich dabei. Mach ihn Kabelbinder. Dreh dich um. So, ich durchsuche ihn. Soll ich ihn alles abnehmen? Bruder, soll ich ihn alles abnehmen? Sag! Digga, warum schießt sich mein Teamspeak? Ja, hab mit. Ich bin mit Fehler scheiße. System. Ey, soll ich ihn alles abnehmen? Soll ich ihn alles abnehmen? Niemals gesagt, ja. Nimm ihn alles ab, Mann. Nimm ihn alles ab, was ab. Warte. Alles warte abnehmen. Kurz. Scheiß Platz, hab ich niemals gesagt. Du hast gesagt, scheiß Platz, Mann. Benzinkanister. Du bist nichts wert auf der Straße. Nimm ihn alles ab. Alles hat ja nichts. Ist er einfach mit nichts. Ist er mit leer reingekommen? Nee, ich hab ihn abgenommen schon, sein Taser. So, okay. Ey, warte, wo ist der Gringo mit der Fukuhila-Frisur? Da ist der. Meinst du den? Ey, Jungs, pass auf. Ist das der? Ey, Jungs, achtet mal auf die Tür. Soll ich rausgehen? Ja. Gib die normale Geisel raus. Gib die Geisel. Also, ich hab einen perfekten Blick auf die Polen. Du, ey, komm raus. Ist das, Komm raus. Lass mich frei. Geh raus. Und über euch ist übrigens ein Heli. Wir lassen ihn frei raus! Komm mal her. Komm kurz her, ich hab ne miese Idee, kommt her. Was machen wir? Wir sind nicht lustig, soweit ich weiß. Ja, ist doch egal, die werden nicht schießen, Bro, komm her. Was machen wir? Hört mal auf, die ganze Zeit immer so rumzuholen wegen Schusssicher. Nicht schießen. Die... So, wir haben einen gepanzerten Schafter da draußen. Wir nehmen ihn mit dem Schafter. Einer bleibt übrig. Oder? Nein, und einer wird mit Heli abgeholt. So. Einer wird mit Heli abgeholt. Ich will nur, dass wir ihn sicher hier rausbekommen und quälen können, verstehst du? Wir müssen ihn richtig quälen, Bruder. Wenn ich dabei sterbe, ist mir egal, aber er muss gequält werden. Das heißt, wir bringen ihn. Ich kann ihn doch so mitnehmen, oder? Ja, genau, kannst du, Ja, dann lass so in den gepanzerten. Aber einer muss. Ja, warte. Bleib mal stehen. Da. Einer muss mit dem Heli abgeholt werden von uns. Rücken, okay. Dann. Einer muss raus und das Auto hier hochholen. Ja. Hast du, habt ihr ihn alles abgenommen? Kann einer hier mit jemand ab. Ich kann den nicht packen. Ey, nimm ihn. Hast du ihn seinem GPS abgenommen? Hast du alles abgenommen? Was? Ja, müsste abgeholt sein. Ich hab dir nichts abgenommen, Mann. Nee, der hat GPS noch. Ich nehme. Nicht, ne? Nein. Ja, warte kurz. Dann warte kurz ein paar Minuten. Ganz kurz. Ey, stell dich mal wieder zu ihm, Mann, sonst wick ich dich. Mehr in die Mitte. Ey, Jungs, ich hab Bock, den zu erschießen, Mann. Der regt mich so auf.
Den Typen da draußen. Mach, na, warte, Bro. Ich will den quälen, Mann. Ich will den hinter mir quälen. Ich muss ihn irgendwie lebend rausbekommen, irgendwie zu uns. Komm mal mit mir. Ich kann ihn direkt umbringen, nee, den einen. Wiederhol mal den Funk für mich, er hat's nicht gehört. Warte, mach ich gleich. Ey, komm mal her, Schweizer. Adams. Hoch. Komm mal hoch, Mann. Adams, hoch mit dir. Komm her. Verdammte Scheiße. Einer muss hier unten bleiben und die Tür bewachen, dass sie nicht reinkommen. Komm mit mir. Mit wem? Komm mit. Hier rein. Rein, okay. Kleine Fotze. Siehst du, wie schmeckt's, hä? Wie schmeckt's? Sechs, foltern, komm mit. Lass ihn jetzt foltern. Komm ja, mit. Ja, ich folter ihn jetzt. Komm mit. Hier rein. Komm rein hier. Hier rein. Zu dritt quälen müsst ihr auch nicht. Vielleicht kriege ich hier draußen auch mal Hilfe. Was geht ab? Pablito, soll ich rausgehen? Geh du auch raus, geh du auch raus hier. Mir egal, wie du willst. Wie dein Oberteil Alex. Komm, Alex. Habt ihr meine Handschellen abgenommen? Alex, lass mich. Darf ich nehmen? Ja, ich geh raus. Eine Sache. Ich muss eine Sache machen. Okay. Ich bin da, Mujo. Ja, komm hier zu mir, oder? Hier haben wir gut Deposit, Bro. Hier oben. Wo bist du? Bro, guck mal hier über dir. Hier die Treppe hoch. Guck mal, Hintereingang, da sind auch welche. Ich weiß nicht, wo der ist. Sleeper, man. Komm die Treppe hoch. Dave, danke für den Prime. Das ganze Gebäude, das umzingelt von Cops. Ja, wenn die kommen, wir müssen alles ficken. Hast du genug Munition? Ja. Mehr? Ja, nice. Okay, da sind auch welche. Es geht nur. Verdammt. Kann man, weißt du, ob man aufs Dach kann? Nee, kann man nicht von hier drin, gell? Ich glaube nicht, da warten eh nur Sniper und alles. Mhm. Nein, absolut nicht. Bruder Crazy, danke dir wieder für dein Dings, für deinen Subgift. Für die 25 Pfund auch, Bro, ich küsse dein Herz. Wir müssen uns gepanzerte Fahrzeug irgendwie vor. Ich hab Bock, die zu erschießen, Mann, die nerven mich. Ja, das wird ja eh so ausgehen, Bro. Glaubst du? Klar, safe. Wir kommen hier nicht raus, ohne zu sterben. Du kommst mit den Füßen voran hier raus, Bruder. Ist das noch warm? Ja. Danke. Ist warm. Ey Jungs, was machen wir jetzt? Ja, ich wollte den kurz. Sag dem Polizisten, wir brauchen noch ein bisschen mit dem Gespräch. Fucking Sleeper, man. Wer kommt da? Hallo? Das Gespräch ist noch nicht ganz fertig. Wir sind gleich fertig, ja? Dann kommen wir zurück zu Ihnen. Pol Heli ist, glaube ich, abgezogen. Ich hab's Ihnen gesagt, ich weiß nicht, ob er es wahrgenommen hat. Jungs, wartet, ich krieg grad was. Digga, was ist denn das hier? Ey Jungs, wir können über den Hintereingang raus, da ist keiner. Ja, da ist kein Schwanz, das können wir echt machen. Jan, danke für den Prime. Sicher, Bro. Guck's an. Aber hier, da hinten links stand doch einer. Hier. Ja, da ganz hinten. Da. Ja, da ganz hinten, aber nicht da vorne. Dann müssen aber zwei da hinten auf uns schon warten am Hinterausgang. Ey, Jungs, kommt mal kurz alle in den Gang zu mir. Ich muss euch was sagen. Pol Heli ist abgezogen, ich hole einen Heli. Komm mal alle kurz zu mir. Kommt mal kurz alle zu mir hier. Alle vier. Außer uns, Ding. Ich komme. Folgende Idee. Was sagt ihr? Wir machen das so, Mann. Einer
lässt die Geisel gleich laufen, okay? Wie laufen? Pass auf, einer geht mit dem Eingang zu mir, okay? Einer hat die Geisel, ich steige ins Auto. Ich steige ins Auto, fahre zum Hintereingang, nehme die anderen zwei da mit und der andere lässt die Geisel dann laufen. Im Hintereingang ist doch ein Justizauto, verdammt, das heißt. Ach, ich dachte, da ist keiner. Ich hab gerade gesagt, da ist keiner. Obwohl Polheli steht. Habt ihr geschaut, ob der Wagen, offen ist? Und was ist, wenn... Ich kann unseren Schafter doch noch nehmen. Ja. Ja, aber denkst du, die lassen sich da abgehen? Denkst du, die lassen dich da gehen, verdammt, das heißt. Was ist, wenn du mit der Geisel am Kopf dahin gehst zum Fahrrad? Ja, genau. Dann machen wir das so, aber dann... Da muss aber einer Hintereingang weg. Oder einer versteckt sich hier drin. Oder wir gehen zusammen. Pass auf, dann machen wir so. Wir gehen, Sosa versteckt sich hier drin. Ja. Und Sosa geht später raus. Ja. Sosa, dann okay. Machst du dein. Und du machst dann deinen Franzosen, aber zieh dich nackt aus. Und wie beim. Sagst du, du würdest vom. Wo du warst oben. Soll ich dir die Waffen geben? Ja. Gib mir die Waffe und dann sagst. Nein, behalt du die. Uns ist wahrscheinlicher, dass wir geschnappt werden, als du, wenn du dich hier drin irgendwo versteckst. Keine und dich hinlegst. Falsche Bewegung, Putter. Verstehst so, wir du? Machen das so. Okay, ich leg dir die Waffen auf den Boden. Pass auf, weißt du, was wir machen? Alex. Okay. Wir lassen den? Wo lassen wir den raus für die Polizei? Nein, guck, hör jetzt zu. Du und ich steigen okay. So aus und sagen, wir fahren einmal. Ey, aber wir Shotgun behalte dich. Ja, sag. Ich wollte sagen, wir fahren über Hintereingang. Ja, dass wir die Pendejos hier abhüllen können. Ja, aber den muss ich hinter mit dem Auto. Digga. Geh mal weg, Bro. Ey, ich kann die eine nicht nehmen. Du musst sie nehmen. Du versteckst dich irgendwo, okay? Such den Versteck. Also gehen wir jetzt zu dir. Ey, soll ich die Shotgun jetzt hier lassen? Nein, nimm die doch mit, Mann. Ich muss hier bleiben. Nein, ich komme mit. Ach, Digga, jetzt. Ey, warum musst du hier bleiben? Weil kein Platz im Auto. Oder warte. Doch, so steigen wir doch ein, Mann. Ey, warte. Warum muss ich jetzt hier bleiben? Chill mal, Frank. Ja, Mann. Wir können es eigentlich echt zu viert machen. Natürlich, Mann. Okay, einfach, dann ihr kommt jetzt alle mit. Okay, komm mit. Alle nein, mit. Ich hab WhatsApp nicht gelesen. Cowboy Hut muss zum Schluss einsteigen. Lass mal deine Waffe runter, wir ziehen noch nicht, Mann. Chill doch. Alles ruhig. Chillt mal, hey, ihr könnt ruhig zu eurem Chef, Mann, chillt mal. Doch, ich hab euch doch die Geisel nach dem Gespräch gegeben. Wir haben gesprochen und ich habe euch die Geisel gegeben. Habe ich ihn scheiße behandelt? Habe ich die scheiße behandelt? Ihr habt die Geisel da drin geschlagen und rumgeschubst. Haben ich nicht, Mann, ich habe sie nicht einmal geschlagen. Das haben wir mehrfach gesehen. Wo habt ihr sie haben gar nicht, sie haben gar nichts gesehen. Gute Märchen, Mann, du erzählst Märchen. Ist die Geisel noch am Leben, Puta? Ist sie noch am Leben? Ja. Also halt deine Fresse, verdammte Scheiße. Wir hatten Differenzen, wir haben sie gelöst. Das ist euch auch sehr wichtig, ja? Wie man merkt. Ja. Sehr, sehr. Das merkt man sehr, wie euch euer Leben wichtig ist. Ihr macht nur euer Ding. Euch geht's nur um euch. Natürlich geht's nur um meinen eigenen Arsch, Mann. Was juckt mich dein Arsch, verdammt? Das habe ich nicht gesagt, mein Bruder. Ey, komm rein, die werden schießen. Die werden Fax machen. Wo wollt ihr das wissen? Wo ist Hintereingang? Okay, Jungs, wollen wir schießen? Wo ist Hintereingang? Nein. Bist du mit mir? Der Hintereingang ist hier. Heli. Rechts von mir, durch die Tür nach links. Ja, dann lass rein, dann lass durch und hinten raus, komm. Ja, komm, Abfahrt. Ich hab GoPro an, Jungs, die wissen das zu 100%. Ja. Ja, ich hab auch, komm mit. Scheiß drauf, komm mit einfach. Ey, Bruder, du machst jetzt den Wagen auf. Check. Ich verstanden. Du machst den Wagen hier gleich auf. Wir rennen einfach. Mach den Wagen auf. Schnell. So. Hände hoch. Beide Hände hoch. Okay, sehr gut. Wollen wir da haben. Rein ins Gebäude mit denen, Jungs. Wir gehen rein mit denen. Okay, rein. Ihr geht rein ins Gebäude. Rein ins Gebäude, Mann. Bewegt deinen fetten Arsch, Alter. Bewegt sofort deinen Schneller. Rennt rein. Schneller, Mann. Verdammte Scheiße. Hände hoch. Bleib stehen. Stehen bleiben! Ja, wenn das nicht Kit ist, Mann. So, stehen bleiben. So. Du kommst zu mir, ey! Du da vorne kommst zu mir! Der bleibt bei mir, warte, das ist mein. Komm her, bleib her. Ey, Junge, chill mal, wo ist der? Ey, du sollst hier bleiben! Ich erschieß dich! Du sollst stehen bleiben oder ich erschieß dich, du Vollidiot! Nerv mich nicht! Hey, was ist denn los?
stark. Digga, solche Opfer, Digga. Solche Opfer, Junge. Heilige Scheiße. Eieiei. Wir haben einfach noch eine Geisel da drin, Digga, und die stürmen. Ja, so schlecht. Bobo. Egal. Ja, du hast mir was geschickt und hier ist so eine Brücke. Soll ich runter? Gerade hier wieder los, warum musst du denn zu der wieder haben? Danke dir für dein Prime. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum haben die jetzt gestürmt? Wir haben drei Geiseln. Wir haben zwei Polizisten und einen Justizler, die jetzt auch umgekommen sind. Warum machen die das? Drei Beamte down im Vordereingang. Frank? Soll ich jetzt ins Heli kommen? Jeder Überfall macht keinen Sinn, ey, ich schwör's euch. Geht nicht zu irgendwelchen anderen Leuten, trotzdem rüber und beleidigt die oder so. Ist halt einfach nervig. Hier ist mal dasselbe. Fucking Sleeper, man. Jedes Mal dasselbe. Bye, Mac, danke dir für deinen T1. Nicht in der Hut, Waffe in die Hand. Und jetzt werde ich immer. Ja, warte, Joker. Bisschen Power-RP von euch ist schon sehr einseitiges RP von euch. Kein Flame, nur konstruktive Kritik. Oh, mein Gott. Wie ich dieses Wort konstruktive Kritik einfach schon hasse, ne? Weil immer, wenn ich dieses Wort konstruktive Kritik höre, kommt aus dem Satz vorher einfach nur Müll raus. Digga, wo war das Power-RP? Sag mal. Haben eine Chance. Wenn wir so smart sind, was... Also... Gut, es ist... Digga, FDK, mit wem diskutiere ich? Warum muss ich hier wieder diskutieren? Einmal um den Verletzten hier. Den Verletzten, FDK. Warum muss ich hier wieder... Digga, wir hängen da drin mit drei Geiseln, zwei Cops und ein Justizler und die stürmen, die am Ende draufgegangen sind. Die jetzt nicht gerade am Eingang liegen. Und hab's. Oh, ist sehr schwer. Digga, ich lieg auf dem Boden, er legt mir Handschellen an. Er schleppt mich einfach, er schleppt einfach meine Leiche. Wow, clean, man. Wutz, danke für den Prime. Klar, ist drei. So. Helf ich dir dann. Guten Tag. Guten Tag. Komm, ja. Übernehmen Sie? Ja, ich übernehme. Ja, verstorben. Ja, aber woher sollen die das wissen, dass wir überhaupt von hinten rausgegangen sind? Also, woher sollen die das wissen? Ja, ja, Digga, da hat keiner durchgefunkt und irgendwas gesagt. Der ist leider verstorben, der SDKler. Verstanden, ja, ich bringe euch gerade Täter hin, ich lege die in eine Reihe bei euch. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Notfunk. Wir haben alle Schusswunden. Sogar, Herr Junior, wurde gefunden, der? Ich weiß nicht, Mann. Jetzt sehen einigermaßen wieder gut. Ja. Es gibt hoffentlich nur einen blauen Fleck. Können Sie gerade noch kurz warten, bis ich noch einen Anflug versuche, den Kollegen wieder zu beleben? Ja, ja. Okay, alles klar. Zeigen Sie mal die Weste. Ziehen Sie mal kurz aus. Mein Junior, das sieht man. So. Ja, zum Glück tragen Sie blau und dann sieht man das eben. Digga, lass mich einfach sterben, bitte. Ich hab gar keinen Bock aufzuwachen. Das gibt einen blauen Fleck. 11, 12, 13. Der ist genau. Der Herr hat es leider nicht geschafft. Welcher Herr, warten Sie? Der Herr mit der Alien-Maske. Okay, dann werde ich diesen einmal durchsuchen und dann. Machen Sie das. Oli Marius, danke dir. So, ich kümmere mich eben um den Herrn hier. Herr Morningstar, kurze Übersicht. Was zu tun? Herr Wallet, alles Herr gut. Wallet, wir sehen gleich aus. Ja. kümmert euch da hinten um die SEK-Beamten. Der Herr mit den Alien-Maske ist entwaffnet. Okay, dann. Der darf weg.
befinde mich aktuell in der Eingangshalle. Welche Täter wurden schon wirklich für tot erklärt? Noch gar keine, beruhigt mich nicht mehr. Ich kümmere mich um die Täter, kümmert ihr euch um die Erstversorgung der Kollegen. Und wenn, mit Absicherung, nehmt bitte eine Waffe in die Hand. Man merkt, wer giftet Zapp ist und wer nicht bei solchen Situationen, ich schwöre. Oh, verdammt, du auch hier. Mann. Ja, aber weißt du was, Digga, weißt du was gerade in meinen Taschen sehe? Was? Ich habe verdammtes, komplettes Justizwaffenarsenal. Echt jetzt? Mir wird nichts abgenommen, verdammt. Ist mir egal, wo ich herkomme, aber mir wird auf jeden Fall nichts abgenommen. Lel. Alter, ich war vorher, glaube ich, mit einer Shotgun unterwegs. Die ist auch weg. Pass auf, ich gebe dir was dafür. Komm, ich gebe dir was ich gerade bekommen habe. Weißt du, also ich gebe dir einfach, was ich gerade bekommen habe von dem, ja? Das ist ein Lelek gewesen, glaube ich, aber du kannst den haben. Ich auch, oder? Verdammt. Und die, glaube ich, kannst du auch gebrauchen. Komm, die ist bei dir auch besser auf. Die kannst du auch für die Scheiße gebrauchen. Dieses Packen, weißt du? Gleicht sich ungefähr ein bisschen aus, oder? Sieht eigentlich für einen Timon. Ein Taser kannst du aber locker für 400 verticken, wenn du willst. Ja, aber ich gehe jetzt schlafen, Mann. Okay, Mann. Okay. Bis morgen wieder? Ja, ja. Okay. Alles klar. Oh, so, Chat. Ich habe gesagt, ich mache nicht so lange. Verdammt. Ja. Immer mit dem Doppelpunkt. Jedes Mal. Oh, der Song ist so krass. Warte. Ey, Jungs, kann mich einer Krankenhaus ab? Idiot. Sosa. Wo bist du? Ich gehe jetzt schlafen, Mann. No, wieso? Ich bin schon so lange wach, Mann. Was ist denn? Kommst du? Ich will zu euch zu Platz vorbeikommen, Mann. Und wenn du nicht da bist, ich habe keine Lust, dass Scheiße passiert, Mierda. Ich will, hör zu. Ich will unsere Differenzen wenigstens beiseite legen. Ich will mich mit meiner Familie neu vorstellen, komm. Das dauert vielleicht 10 Minuten. Das wird ich muss jetzt schlafen, das wird eh länger dauern. Du weißt, wie das ist. Sieh nur, wenn du wenigstens das zu denen sagst, die sollen mich empfangen. Okay, ich ruf weiter. Okay. Stealth angeht für einen Ton, bitte. Ey, Frank, bist du noch hier im Funk? Ja, was ist los? Bitcoin hat mich angerufen und hat gesagt, er will zu den Platz kommen mit seiner Familie und sich vorstellen. Auf keinen Fall, Bro. Er hat gesagt, wenigstens eine Chance lassen. Und mit denen, die um wenigstens die, keine Ahnung, ein paar Sachen zu klären. Ja, dann will ich aber vorher noch was absprechen mit Mujo und so. Bro, einfach so geht das jetzt nicht, dass er spontan rüberkommt. Das ist nicht so, dass er so kommt. Ich will das noch mit Mujo abklären. Okay. Okay, Mann. Digga, hab ich auch nicht gecheckt, was da abging. Danke dir, Steph, für deine 1000 Bits, Bro. Er hat gesagt, er muss das mit Mujo erstmal abklären und ich gehe jetzt schlafen. Das könnt ihr danach machen, okay? Wer ist denn gerade da? Ist Frank da? Ja, Frank und Mujo sind da. Wir fahren jetzt einfach dahin und fragen nach mir da. Aber gracias, vielen, vielen Dank, Sosa. Hau rein, ja. Adios, schlaf gut. Schlaf gut. Eieiei. Body follow. Ja, das ist manchmal so ein Bug mit dem Dings. Aufnahme beenden kann ich machen.